Phosphor ist neben Stickstoff der bedeutendste Makronährstoff für Pflanzen. Pflanzen können ohne Phosphor nicht leben. Ein Überangebot an Phosphor kann in aquatischen Ökosystemen allerdings zu Algenblüten und Eutrophierung führen. Im schlimmsten Fall entstehen sogenannte Todeszonen, die völlig frei von gelöstem Sauerstoff sind. Aus diesen Gründen gilt es, den Eintrag von Phosphor in die Oberflächengewässer so weit es geht zu minimieren. Daher ist es ein zentrales Ziel des NuRedrain-Projektes, innovative Filtertechnologien zu entwickeln, die Phosphor in gedrähten Flächen zurückhält, bevor er in die Oberflächengewässer gelangt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Belgien, Dänemark und Deutschland testen zu diesem Zweck verschiedene Phosphorfiltersysteme und Filtermaterialien. Mithilfe von Computermodellen kann die Wirkung solcher Filtersysteme im Einzugsgebietsmaßstab abgeschätzt werden. Die Ergebnisse können Entscheidungsträger nutzen, um beispielsweise optimale Standorte für Phosphorfilter zu identifizieren. Die Universität Rostock führt seit über 20 Jahren Untersuchungen im Einzugsgebiet der Warnow durch. Dabei haben wir an unterschiedlichen Positionen im Einzugsgebiet Messeinrichtungen installiert. Messeinrichtungen, die sowohl den Durchfluss der Gewässer aufnehmen, die aber auch Proben nehmen, damit wir eben die Gewässergüte auch entsprechend analysieren können. Und die Proben werden auf vielerlei Parameter hin untersucht. Im Mittelpunkt steht natürlich die Phosphor- und auch die Stickstoffbelastung der Oberflächengewässer. Das Gute des Datensatzes, den wir über die Jahrzehnte erhoben haben, ist eigentlich, dass er eben diese lange Zeitreihen beinhaltet. Denn lange Datensätze sind erforderlich, um Modelle, die die Prozesse in der Landschaft abbilden sollen, auch kalibriert werden können. Das heißt, wir müssen, wenn wir am Rechner simulieren wollen, wie viel Phosphat zum Beispiel in das Gewässer gelangt, müssen wir das abgleichen mit Messwerten. Exakt gemessene Durchflüsse bilden eine wesentliche Voraussetzung für die Erstellung von gültigen Einzugsgebietsmodellen. Daher bestimmt das Team unter Bernd Lennartz an verschiedenen Stellen im Einzugsgebiet die Durchflüsse. Auch Wetterdaten wie Niederschlag, Temperatur und die Windgeschwindigkeit werden in das Einzugsgebietsmodell eingespeist. Zur Bestimmung der Phosphorkonzentrationen werden mithilfe automatischer Probennehmer kontinuierlich Wasserproben gesammelt. Zur Berechnung der Phosphorausträge werden im Labor die Phosphorkonzentrationen im Wasser photometrisch bestimmt. Wie wird nun ein solches Einzugsgebietsmodell zur Vorhersage von Phosphorausträgen erstellt? Haupteingangsgrößen sind Daten zum Wetter, der Landnutzung, des Bodens und des Reliefs. Das Modell wird durch den Niederschlag angetrieben. Wind-, Temperatur- und Strahlungsdaten werden zur Berechnung der Verdunstung benötigt. Der Wasserhaushalt und die Phosphorausträge werden wesentlich durch die Landnutzung bestimmt. Die Landnutzung im Einzugsgebiet der Warnow wird durch landwirtschaftliche Aktivitäten dominiert. Wälder und Siedlungen spielen eine untergeordnete Rolle. Auf die landwirtschaftlich genutzten Böden wird Phosphor als Dünger aufgebracht. Phosphor wird punktuell über Kläranlagen oder diffus über die Böden den Gewässern zugeführt. Daneben werden Phosphorausträge maßgeblich durch die vorherrschenden Bodentypen und der Geländeneigung bestimmt. Daher sind auch solche Informationen für die Erstellung des Einzugsgebietsmodells essentiell. Niederschlag, der auf den Boden trifft, verdunstet, fließt als Oberflächenabfluss ab oder infiltriert in den Boden. Über Drän- oder Grundwasserabfluss wird das infiltrierte Niederschlagswasser den Flüssen zugeführt. Phosphor gelangt hierbei zusammen mit dem Oberflächenabfluss, dem Dränabfluss und dem Grundwasserabfluss in die Oberflächengewässer. Nachdem alle Eingangsdaten in das Modell eingespeist worden sind, erfolgt ein erster initialer Lauf. Hierbei werden eine Reihe von Berechnungen durchgeführt. Ergebnisse sind beispielsweise Zeitreihen mit modellierten Durchflüssen und Phosphorausträgen. Nach diesem ersten Modelllauf entsprechen die Simulationsergebnisse meist nicht der Realität. Daher findet in einem nächsten Schritt eine Kalibrierung statt, bei der verschiedene Modellparameter angepasst werden und die im Feld erfassten Durchflüsse und Phosphorkonzentrationen genutzt werden. Im Ergebnis werden Phosphorausträge simuliert, die den realen Messwerten weitgehend entsprechen. Nun kann das Einzugsgebietsmodell für Szenarioanalysen verwendet werden. Es können beispielsweise Vorhersagen darüber getroffen werden, wie die Phosphorausträge durch verschiedene Filtersysteme im Einzugsgebiet reduziert werden können.
Die Arbeiten an der Universität Rostock haben gezeigt, dass die Maßnahmen zur Reduktion von Phosphorbelastung in dem Einzugsgebietsmaßstab vielleicht 10% betragen. Das heißt, wir können durch Phosphorfilter insgesamt 10% der Phosphorfracht einsparen. Unsere Arbeiten haben allerdings weiter gezeigt, dass diese Phosphorfiltersysteme nicht die einzige Lösung sein können, um die Phosphorproblematik zu lösen. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, die sowohl die diffusen Quellen betreffen, wie die Drainsysteme mit den Phosphorfiltern, als auch punktuelle Quellen. Hier sind insbesondere Kläranlagen zu nennen, wo noch großes Potenzial herrscht, die P-Frachten zu reduzieren. Und nicht zu vergessen ist weiterhin die gute landwirtschaftliche Praxis, die überall umgesetzt werden sollte. Möchten Sie mehr wissen? Besuchen Sie unsere Website für alle Informationen über das Projekt.